sondern wir haben uns nur entschlossen, dass wir ihn jetzt flächendeckend machen werden, also auf diese 128 Kilometer, um einfach jede Präventionsmaßnahme, die möglich ist, einfach einzuführen. Also auf der einen Seite ist die Information der Bevölkerung, dass man eben gerade sehr achtsam ist, dass man keine Lebensmittel wegwirft und wenn man irgendwo was sie vielleicht wirklich auch mal aufhebt und sie in ein Verhältnis bringt, das ist so eine Vorsorgemaßnahme, da kann sich jeder beteiligen. Und das andere ist natürlich, dass wir durch die Übung, die wir im Dezember gemacht haben, alle beteiligten Partner instruiert sind, was zu tun ist, wenn die Seuche ausbricht. Also insofern haben wir alles, was präventiv zu tun ist, eigentlich gemacht. Es wird nächste Woche auch nochmal ein Treffen geben mit unseren Spezialisten, mit der polnischen Seite, ob wir gemeinsam nochmal Maßnahmen ergreifen können, um die Seuche einzudämmen und vielleicht auch eben für Deutschland zu verhindern.